Ist da etwa jemand am Hacken? Hallo da. Alter, was mit ihm? Was, ey? Jetzt hatte ich den Typen auch. Der schießt wirklich an die Decke. It's your boy Skinny P. Wir haben gestern ein bisschen COD gezockt und hatten auf einmal eine Runde, in der scheinbar ein Hacker dabei war. Es sah aus wie ein Anti-Aim oder Spinbot oder irgendwie sowas ähnliches. Schaut euch den Sack mal an. Der hat eben hochgeguckt und trifft mich. Wer hat denn das gemacht? Oh no, it's Shroud. Let us go. Weißt du, nur noch Bots im Spiel. Hast du den gesehen? Das ist der Flower. Der guckt... Der die Decke und trifft gleichzeitig dich vor ihm. Hat ich hab mich gewundert, was mit dem los ist, warum der so in die Decke guckt, dann kriegst du dich immer Hits, dann so. Hat der ein Anti-Aim oder was ist los? Wo sind die denn alle gerade? Wo spawnen die denn überhaupt? Ich glaube, ich habe ihn eben umgemacht, den Sack, der nach oben guckt. Hab diese Waffe gefressen, ey. Uff! Ah, ey, der Kerl heißt... Ah, ich kann den Namen nicht lesen. Flack oder Fuck oder sowas. Ja, das ist der Flo, der aimt halt komplett in die Luft und trifft währenddessen. Genau, Flo. Haben wir hier einen Hacker am Stusel. Ja. Ist das ein Anti-Aim oder was? Ja, ich hab's eben wieder... Das muss ein Anti-Aim sein. Der klotzt durchgehend nach oben. Und wenn du bei ihm aber in die Killcam reinschaust, guckt er dich richtig an. Das ist halt ein Spinbot, ne? So, ohne halt Spinnen. Ein Anti-Aim verschiebt nur die Hitbox. Ja, vielleicht... Vielleicht ist er hier fehlerhaft. Und dieser Zusatz läuft halt einfach scheiße. Auf Gott. Das ist das erste Mal, dass ich hier einen Hacker am Start habe. Also, falls es wirklich so ist. Wenn er cheaten sollte, also hat er aus irgendwelchen Gründen keinen Headshot. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie mal, nachdem er stirbt, aufhört. Er macht auf jeden Fall keine Headshots. Aber kann natürlich auch gewollt sein, keine Ahnung. Dass er den Aimer auf Body in Action. Also, eben hat er sehr lange gebraucht, um mich zu killen. Er war hinter mir und fängt irgendwann an zu schießen, also auch nicht direkt. Und er schießt und schießt und ich bin rumgesprungen. Also, als wenn er wirklich ganz. Also ganz fest sind, ausschließlich auf Körper schießt. Also ich hab noch keinen Headshot-Trick von ihm. Ja, ich auch noch nicht. Also es sieht aus wie erzwungen auf Körper. Screedy ist aber auch so einer. Ja, Screedy ist auch so einer, das sind zwei. Also bei uns Screedy, der macht's genau umgekehrt, der schießt den Boden rein. Also unser Mate. Buggy oder ist es wirklich ein Cheat? Vielleicht ist es auch nur Buggy, ich meine, gut genug sind die Kills halt nicht. Er ist auch nicht krass am Hustle, ich meine, der hat jetzt 11 Kills, das ist jetzt nicht... Ultra krass. Das hat das Traurige dran. So ein richtiger Spinbot, da wird hier wahrscheinlich alles ummachen, wenn es so ein CSGO-like Spinbot wäre. Ich nehme jetzt erstmal C ein, einfach aus Verdruss. Ich brauche jetzt Kills, ich brauche nämlich wieder neue Muni. Boah, das war wichtig. Nein! Ich renn in meine eigene Nate, du da. Wieder der, Mann. Das sieht halt so komisch aus, so. Steht auf einmal einer vor dir, der einfach in die Luft guckt. Naja, es wirkt halt voll merkwürdig. Nice. Hab ich? Hinter uns, Rick, da ist noch einer, ne? Ja, bei mir wisst ihr es wahrscheinlich auch. Also mit Riesenglück vielleicht gerade so auf eins. Dass ihr nicht immer eine Todesanzeige drin haben, raff ich echt nicht. Ja, ich merke das schon, im Bubbler laufe ich nicht mehr nach. Was da wie? Keine Kills. Es war schon irgendwie merkwürdig, oder? Es könnte natürlich auch ein Bug sein, ne? Um das Positive zu sehen. Es könnte aber einfach ein Hack sein. Also man kennt es von Counter-Strike. Ich weiß nicht, inwiefern ihr, also ihr COD-Spieler, die hier zusehen, Wissen über CSGO verfügt, aber da gibt es eben Spinbotter, die schauen meistens auf den Boden. Zumindest dann in der Demo, die man sich im Nachhinein anschauen kann. Schauen die auf den Boden und drehen sich die ganze Zeit. Und wenn dann ein Spieler in Reichweite ist, zack, 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 kriegen die Headshots gedrückt. Beziehungsweise eben auch die Körperschüsse. Man kann solche Cheats ja einstellen, wohin sie eben treffen sollen. Und bei dem Kerl hier hat es gewirkt wie ein Anti-Aim. Also ein Anti-Aim zeichnet sich ja meistens so aus, dass das Model... auf eine gewisse Art und Weise dasteht, eigentlich sieht man das gar nicht als Gegenüber, aber hier konnte man das sehen. Es steht irgendwie so da, dass man das schlecht treffen kann, das Model des Spielers. Als ich das zweite Mal auf ihn getroffen bin, außerhalb der Häuser, wo er von hinten kam, da bin ich gesprungen und hab mich nach rechts weggedreht, also hat mich stark bewegt, aber er war genau auf mir drauf und hat halt jedes Mal getroffen. Immer nur auf den Körper, was irgendwie merkwürdig ist, wobei es dann natürlich auch weniger auffällig ist. Wenn jemand durchgehend Headshots verteilt, ist es komisch. Wenn jemand immer nur auf den Körper gibt, und das ist bei Kotya... würde ich sagen, öfter der Fall, ist es halt nicht so auffällig. Die Kollegen meinten auch, bei uns wäre einer im Team, der so spielen würde, also der nach unten schaut und in den Boden schießt, aber trotzdem geradeaus trifft. Den habe ich aber nicht gesehen. Das ist jetzt für mich das erste Mal, dass ich in COD auf sowas getroffen bin, also dass ich sagen oder sehen konnte, da stimmt was nicht. Da ist irgendwas faul. Es würde mich natürlich interessieren, ob ihr auch schon solche Fälle gehabt habt, also während dem Zocken, ob ihr auf irgendwelche Cheater getroffen seid. Also im Speziellen solche auffälligen visuellen Dinge. Und was ihr dazu sagen würdet, also waren das Hacks oder war das einfach nur ein komischer Bug im Spiel?
Ich habe das, wie gesagt, noch nie gesehen, dass jemand durchgehend nach oben guckt, die ganze Zeit, und dabei die Leute trifft. Ich war gestern gerade dabei, die Waffen hochzuspielen. Ich will ja demnächst mit diesen besten Setups, Waffen-Setups, Waffenklassen-Setups und so weiter anfangen. Und habe die M4 hochgelevelt, die P90 ein bisschen. Ja, und da ist uns das dann passiert. Einfach so mitten im Spielen. Also, es war nicht geplant, dass daraus eine Aufnahme entsteht. Ich lasse aber natürlich immer laufen, falls irgendwas Cooles passiert. Und das war was Cooles. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wir sehen uns dann morgen wieder im Video. Haut rein. Ciao, ciao.